أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, werden wir heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe. Na. Das ist Anas, mein Sohn. Der will immer im Mittelpunkt stehen, wie ihr seht. Kurz Salam. Na, wir sind gerade dabei, eine wunderschöne Unterrichtsreihe zu bearbeiten, liebe Geschwister. Und diese Unterrichtsreihe ist allgemein unter dem Begriff, wie werde ich ein besserer Mensch? At-Tasqiya. Wir wollen darüber reden, wie man sich selbst reinigt. Reinigen von was? Von allem Schmutz, der an uns lastet. Woher erkennen wir, ob Schmutz an uns lastet oder nicht? Wenn du den Koran und die Sunna liest vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist wie ein Spiegel, dann weißt du, ob du ein Mensch bist, der das Wohlgefallen Allahs azza wa jal erreicht, oder du bist ein Mensch, der bei Allah azza wa jal verhasst ist. Das bedeutet, für jeden von uns ist es Pflicht, uns jeden Tag, ein paar Mal sogar am Tag, den Spiegel vorzuhalten. Was ist der Spiegel? Koran und Sunna. Da stehen unsere Charaktereigenschaften drin, die wir haben müssen, so dass Allah Azza wa Jal mit uns zufrieden ist. Allah Azza wa Jal sagt uns, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah Azza wa Jal sagt, dieser Koran leitet zum besseren Weg, zu einem Weg, wie du Allahs Wohlgefallen erreichen kannst. Und er verkündet den Gläubigen, die Gutes tun, dass sie einen gewaltigen Lohn bei Allah Azza wa Jal bekommen werden. Und darum geht es, liebe Geschwister. Es geht nicht darum, wie wir uns selber sehen. Wenn ich dich jetzt frage, lieber Bruder und liebe Schwester, denkst du bist ein Mensch, der das Paradies verdient? Wer würde Nein sagen? Wir alle sagen, wir verdienen das Paradies und noch mehr. Wir würden vielleicht von uns sogar behaupten, dass wir besser als die Engel sind. Aber subhanallah al-azim, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was du über dich selbst denkst, und dem, was der Spiegel dir verrät, bedeutet Koran und Sunna. Und wir sind noch weit davon entfernt, so zu sein, wie Allah azza wa jal uns haben möchte. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen. Und wir haben ein paar Mal, liebe Geschwister, über verschiedene Themen gesprochen. Erstmal über die Seele, dann haben wir auch über die Gelüste gesprochen, wir haben über das Herz gesprochen, und heute, bi'idhnillahi samia al-alim, sprechen wir über den Verstand. Welchen Verstand erwartet Allah azza wa jal von dir? Denn das sind die Dinge, die uns in das Verderben stürzen können, wenn wir sie nicht richtig erziehen. Deine Aufgabe, ja sogar deine Lebensaufgabe, lieber Diener Allahs, ist es, diese Dinge zu erziehen, bevor sie dich erziehen. Du musst sie erziehen und darfst dich von ihnen nicht erziehen lassen. Eine Frage, deine Seele. Du bist morgens schön am Schlafen. Jetzt hörst du den Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Was sagt dir deine Seele? Was sagt sie dir? Weiter schlafen. Schlaf weiter. Möchte Allah, dass du weiter schläfst? In diesem Adhan heißt es, As-salatu khayrun minan naum. Das Gebet ist besser als der Schlaf. Dann sagt der eine, naja, wenn es nur besser ist, ist es ja nicht so schlimm, wenn ich es verpasse. Nein, das Gebet ist besser als der Schlaf, bedeutet, es ist Pflicht für dich zu beten und deinen Schlaf zu unterlassen. Schlaf davor, schlaf nach dem Gebet, aber schlaf nicht in der Zeit des Gebetes.
Das ist nur ein Punkt, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jal, er möchte, dass wir Muslime sind, innerlich und äußerlich. Aber in der heutigen Zeit, auf welche Sache legt man mehr Wert? Auf das Äußerliche. Und deswegen, es geziemt sich nicht für uns, dass wir äußerlich wie gute Muslime sind, aber innerlich verdorben sind. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen mit Licht füllen, liebe Geschwister. Al-Aql, auf Arabisch, der Verstand. Darüber werden wir heute bi'idhnillahi samia al-alim reden. Es gibt viele Leute und vor allen Dingen von den Feinden des Islam. Liebe Geschwister, und nicht jeder ist ein Feind des Islam, aber es gibt sie, sie existieren und sie machen Pläne gegen den Islam. Viele von ihnen, sie kommen in den Fernseher und sie schreiben in Zeitungen und sagen, der Islam ist eine rückschrittliche Religion. Dann fragst du diese Leute, warum ist der Islam für euch eine rückschrittliche Religion? Dann sagen sie dir, das ist eine Religion, wo du nicht selber zum Denken kommst, sondern du musst dich einfach unterwerfen. Ja, was heißt denn sonst das Wort Islam? Wenn nicht Unterwerfung. Was heißt Islam? Unterwerfung. Unterwerfung. Unter dem Willen wem? Allah. Allah Azza wa Jal. Nicht, dass du darauf kommst und sagst zu den Kuffar, zu den Leuten, die nicht den Islam angenommen haben, dass du sagst, der Islam bedeutet Friede. Das ist eine Bedeutung. Aber wenn wir über die religiöse Bedeutung sprechen, liebe Geschwister, dann bedeutet Islam, dass du dich unterwirfst mit Tawhid. Bedeutet, du weißt genau, wer Allah Azza wa Jal ist und du akzeptierst seine Gesetze und du würdest niemals etwas vor Allah Azza wa Jal bevorziehen. Deswegen bist du doch ein Muslim. Allah Azza wa Jal hat alle Propheten zu Muslimen gemacht. Subhana, weil dieses in seiner Macht steht. Und Allah Azza wa Jal, er macht zum Muslim, wen er will. Ein Muslim ist nicht wie ein Kafir. Und ein Kafir ist nicht wie ein Muslim. Allah Azza wa Jal hat uns den klaren Unterschied zwischen beiden aufgesagt, indem er Subhana wa Ta'ala sagt, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Sollen wir die Muslime etwa so behandeln wie die? Wie die Verbrecher, bedeutet hier die Kuffar und die Sünder unter den Muslimen. Bedeutet, Allah Azza wa Jal hat schon einen Unterschied zwischen ihnen beiden gemacht. Wie kann es sein, dass Allah unter ihnen unterscheidet und du lebst wie den, den Allah Azza wa Jal nicht liebt? Frage an dich, Herausforderung an dich, lieber Diener Allahs. Möchtest du, dass Allah Azza wa Jal dich Verbrecher nennt? Sollen wir die Muslime behandeln wie die Verbrecher? Das sind doch die Worte Allahs Azza wa Jal. Oder interessiert dich nicht, was Allah Azza wa Jal sagt. Deswegen sollst du lernen, wie Allah Azza wa Jal möchte, dass du lebst. Die Stellung des Verstandes ist erstmal bei uns im Islam eine gewaltige Sache, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Ali Imran, in der Ayah 190, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In der Schöpfung bedeutet, in dem, was du siehst, in der Natur, in der Schöpfung, der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Worauf spricht Allah an? Worauf spricht uns Allah Azza wa Jal an? Auf den Verstand. Auf den Verstand. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal sagt uns, betrachtet die Natur, o ihr Diener, und versteht, dass diese Natur einen Herrn hat, der sie erschaffen hat. Schaut mal die Beispiele, die Allah Azza wa Jal uns gibt. In der Schöpfung, der Himmel und der Erde. Die Erde hat 7 Stufen, liebe Geschwister. Niemand kennt sie, weil wir einfach nur auf der Oberfläche laufen. Der Himmel hat 7 Stufen, liebe Geschwister. Niemand kennt diese 7 Stufen, denn niemand ist es möglich, dass er den ersten Himmel überschreiten kann. Zeichen für Leute, die Verstand haben. Die Sonne. Was für ein gewaltiges Geschöpf die Sonne ist. Allah Azza wa Jal bewegt sie jeden Tag in einem bestimmten Zyklus hin und her, wie er will, Subhana. Und würde er die Sonne etwas mehr herunterlassen als das, was ihr geziemt, dann wären wir alle Schischgewand. Sag, kannst du dich der Sonne auf bestimmter Distanz nähern? Antwort, niemals. Und wer bewegt die Sonne? Antwort, Allah Azza wa Jal. Ebenso die Sterne, liebe Geschwister. Wenn Allah Azza wa Jal sie nicht oben halten würde, dann würden diese Sterne
herunterfallen. Und was denkt ihr, wie gewaltig in der Größe diese Sterne sind? Das sind Zeichen für Leute, die nachdenken, die überlegen. Allah Azza wa Jal bringt uns jeden Tag den Tag und bringt uns jeden Tag die Nacht. Niemand vermag so etwas zu tun, außer Allah Azza wa Jal. Der Mensch, er denkt nicht darüber nach. Er sagt doch, heute ist wieder 13 Uhr, der Tag ist da, es ist hell. Ja, wer hat das gemacht? Wer hat dieses veranlasst? Das ist Allahs Werk, liebe Geschwister. Deswegen spricht Allah Azza wa Jal hier unseren Verstand an. Und Ibrahim alayhi salam, der großartige Prophet, als er mit den Götzendienern gesprochen hat, die etwas anderes anbeten wollten außer Allah, dann sagte er zu ihnen, qala, afata'buduna min dunillah, ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadurrukum, betet ihr etwas anderes außer Allah an, was euch weder nützt noch einen Schaden zufügt? Und das haben die Leute gemacht. Sie haben mit ihren eigenen Händen was? Figuren hergestellt. Und sie haben diese Figuren, die sie selber hergestellt haben, anschließend angebetet. Ist das verstanden? Ist dieses Verstand, liebe Geschwister? Und deswegen hat Ibrahim a.s. diese Leute kritisiert. Und er sagt zu ihnen, Uffin lakum, wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun. Pfui über euch, über das, was ihr anbetet. Versteht ihr denn nicht? Begreift ihr denn nicht? Das heißt, der Muslim braucht sehr wohl einen Verstand, um was zu erkennen? Allah azza wa jal. Du wirst Allah azza wa jal nicht erkennen, wenn du nicht deinen Verstand benutzt. Und erst dann, wenn du deinen Verstand benutzt, wird Allah azza wa jal diesen Verstand segnen, indem er dich Allah azza wa jal kennenlernen lässt. Du musst dich anstrengen, du musst deinen Verstand benutzen, damit du siehst, du hast einen Herr. Damit du weißt, du hast einen Gott. Weiß jeder, dass er einen Gott hat? Antwort. Ja oder nein? Nein, liebe Geschwister. Und wenn Allah Azza wa Jal sieht, dass du nach der Wahrheit trachtest, dann wird er das segnen, woran du denkst. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir genau ab diesem Zeitpunkt Allah Azza wa Jal erkennen, liebe Geschwister. Das war das Gespräch von Ibrahim a.s., wie er mit den Leuten geredet hat. Das bedeutet, der Verstand hat sehr wohl eine gewaltige Stellung. Und Allah azza wa jal, er beendet oft die Ayat, indem er sagt, wollt ihr nicht denken, wollt ihr nicht nachdenken, wollt ihr nicht begreifen, bedeutet Allah azza wa jal spricht unseren Verstand an, aber dieser Verstand ist begrenzt. Nicht unbegrenzt, wie manche Leute denken. Und das ist ihr fataler Fehler und wir werden dazu kommen, liebe Geschwister. Wir haben einen Verstand, alhamdulillah, von Allah Azza wa Jal bekommen. Mit diesem Verstand sollen wir unsere Religion erkennen und unsere Gelüste damit vermeiden. Denn wenn wir unseren Gelüsten folgen, werden wir Allah dienen, ja oder nein? Antwort, niemals. Niemals werden wir Allah Azza wa Jal dienen, wenn wir unsere Gelüste nicht einschränken, liebe Geschwister. Ich will euch ein einfaches Beispiel geben. Stell dir vor, du stehst morgens auf in einem dunklen Zimmer und du machst die Augen auf. Und obwohl du die Augen aufgemacht hast, ist es trotzdem noch dunkel. Du hast doch die Augen aufgemacht. Können wir sagen, er ist blind, diese Person? Antwort, nein, er sieht doch. Aber was braucht er, um tatsächlich zu sehen? Das Licht. Wer gibt uns das Licht, damit wir die Wahrheit sehen? Allah Azza wa Jal. Wir sehen doch. Aber was sehen wir? Sehen wir den Weg der Rechtleitung? Aber man kana meitan, fa ahyayna, wa ja'alna lahu nura, yamshi bihi fin nas. Hast du den gesehen, der tot war, sagt Allah Azza wa Jal, dem wir dann aber Licht gegeben haben, bedeutet in seinem Herzen Glaube, so dass er jetzt mit diesem Licht unter den Menschen läuft. Er sieht die Verbrechen der Menschen, die veranstaltet werden. Er selber aber ist rechtgeleitet und er macht nicht dieselben Taten wie sie. Licht von Allah Azza wa Jal. Liebe Geschwister, wenn wir über den Verstand reden, sollten wir eine Sache wissen. Es gibt viele intelligente Menschen, aber diese intelligenten Menschen, sie haben überhaupt keine Rechtleitung. Ein indischer Arzt, er weinte einmal zutiefst. Als er sah, wie man eine Kuh geschlachtet hat, dann wurde er gefragt, wie kann ein Mensch so in diesem Sinne weinen? So sagte er, mein Gott wird geschlachtet und ich muss dabei zusehen.
Na, er ist ein Arzt. Schaut mal, vielleicht versteht er diese oder jene Angelegenheit in der Dunya, im irdischen Leben. Aber was versteht er nicht? Er hat nicht erkannt, wer sein Herr ist. Sogar betet er wen an? Eine Kuh. Heißt das jetzt, wenn eine Person über sich behauptet, dass er Intelligenz besitzt, dass er nach unserem Maßstab intelligent ist? Antwort: Nein, wallahi, nein, liebe Geschwister. Überhaupt nicht. Deswegen, dein Verstand ist begrenzt. Und dein Verstand taugt erst zu etwas, wenn es wen erstmal erkannt hat? Allah. Allah Azza wa Jal. Und wenn du Allah erkannt hast, dann weißt du, dass du ihm Subhana anbeten musst und du wirst ihm so dienen, wie er es liebt, und dein Verstand bleibt in den Schranken dessen, was Allah Azza wa Jal erlaubt hat oder nicht. Wie viele haben eine geehrte Ausbildung genossen, liebe Geschwister, und sie bestanden, aber sie können nicht einmal das Falsche vom Richtigen unterscheiden. Wallahi al-Azim. Hingegen ein einfacher Muslim, der keine Schulbildung hat, er erkennt seinen Herrn und er weiß, dass er ihn anbeten muss. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, der Unterschied zwischen Rechtleitung und Irregehen. Und der Muslim weiß, dass er dabei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen muss. Wo ist der Beweis dafür, dass ein Muslim nichts über der Religion stellen darf? Na, ja, kannst du ihn. Bara, tal, uchod an isma. Wo ist der Beweis dafür, dass ein Muslim nichts über der Religion stellen darf? Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Ahzab in der Ayah 36: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kein gläubiger Mann und keine gläubige Frau darf, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, Religion, eine eigene Wahl treffen. Nochmal, liebe Geschwister, kein gläubiger Mann und keine gläubige Frau. Bitte hör zu, lieber Diener Allahs, damit du verstehst, wie Allah Azza wa Jal dich haben möchte. Darf, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, eine eigene Wahl treffen. Wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, geht eindeutig in die Irre. Bedeutet, dein Weg in die Irre hat womit angefangen, dass du Allah und seinem Gesandten dich widersetzt hast. Andere Worte. Ich will es übersetzen, damit jeder das versteht. Allah Azza wa Jal hat dir auferlegt zu beten. Dein Gebet als Muslim ist wie oft am Tag? Fünfmal am Tag. Bitte lasst euch heute nichts erzählen von diesen komischen Leuten, die den Islam in Kategorien einteilen. Heute gibt es Leute, der sagt dir, es gibt einen liberalen Islam. Dann gibt es einen Europa-Islam. Dann gibt es einen atheistischen Islam. Das bedeutet, du brauchst keinen Gott zu haben, aber bist doch ein unterwerfender Diener. Versucht man das heute nicht eigentlich so beizubringen? Antwort: Warum? Damit man den Leuten sagt, schaut mal, es gibt Leute, die erklären euch Koran und Sunna nach der Wahrheit. Aber ihr könnt entscheiden, welchen Weg ihr letztendlich einschlägt. Wovon will man diese Leute abhalten? Von der tatsächlichen Unterwerfung. Sag, ja oder nein? Davon will man sie abhalten. Aber ein Muslim weiß, wenn Allah oder sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dann musst du dich daran halten. Hier darfst du nicht mehr sagen, dieses gefällt mir oder dieses gefällt mir nicht. 5 Gebete hat Allah Azza wa Jal dir auferlegt. Kannst du jetzt kommen und sagen, es reicht mir, wenn ich am Wochenende bete? Ja oder nein? Nein. Warum? Weil wer eine Entscheidung getroffen hat? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal hat dir befohlen, dass du im Monat Ramadan fastest. Dann kannst du nicht sagen, ja, zu diesem Zeitpunkt, aber wenn es etwas kühler ist, werde ich lieber fasten. Nein. Allah hat bereits seine Entscheidung getroffen. Subhana. Also geziemt es sich nicht für dich, hier deinen Verstand anders zu nutzen, als wie Allah Azza wa Jal es dir erlaubt hat. Wir haben gesagt, wir brauchen den Verstand, um Allah Azza wa Jal kennenzulernen. Aber jetzt, nachdem du ihn kennengelernt hast, ist die richtige Nutzung des Verstands, dass du dich unterwirfst.
keinem gläubigen Mann und keiner gläubigen Frau geziemt es sich, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie in dieser Entscheidung sich selber auswählen, was sie tun und was nicht. Nein, Verstand hat hier was bekommen? Grenzen. Schranken. Wenn diese Schranken nicht wären, dann würdest du das Maß überschreiten. Du würdest die Grenzen sprengen. Und schaut mal, Allah Azza wa Jal hat uns ein Zukunftsbild gegeben. Über wen? Über Ahlun Nar. Über die Leute, die wal'iyadu billah in das Höllenfeuer hereingehen werden. Bevor sie hereingeworfen werden in das Höllenfeuer, werden die Höllenwächter sie fragen. Was werden sie fragen? Hä? Na? Ist denn zu euch kein Warner gekommen? Hat euch keiner gewarnt über das, was ihr heute jetzt in diesem Moment erlebt? Was sagen sie? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيدٍ. Hätten wir doch nur gehört und, und verstanden, dann wären wir heute nicht die Leute des Höllenfeuers. Was haben sie falsch benutzt? Ihren Verstand. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ. Hätten wir doch nur gehört. Auf wen? Auf die Gläubigen, die uns gewarnt haben. Stattdessen, was haben sie gemacht? Sie haben sich über sie lustig gemacht. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Und kein Gesandter kam zu ihnen, außer dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Sie haben ihn beschimpft, ihn als Lügner bezeichnet. Sie haben diese Leute erniedrigt. Aber heute an diesem Tag ist kein anderer erniedrigt, außer sie selber. Möge Allah Azza wa Jal uns an diesem Tag retten, liebe Geschwister. Der Verstand, du sollst das wissen, lieber Diener Allahs, er kann nicht alles verstehen, sondern er ist begrenzt. Dieser Verstand weiß überhaupt nichts, was in der Zukunft passiert. Weißt du, was in der Zukunft passiert? Antwort ja oder nein? Selbst wenn du in einer Situation bist und du denkst, dass du jetzt in dem Moment richtig handelst, wie oft kam es vor, dass du dann gesagt hast, hätte ich doch anders gehandelt. Das bedeutet, dass unser Verstand begrenzt ist. Warum reden wir über dieses Thema? Viele Leute behaupten von sich, dass sie intelligent sind, liebe Geschwister. Und dass sie das richtige Leben leben. Aber schauen wir ihr Leben an. Wie viele nehmen Drogen, um Spaß zu haben oder Probleme zu vergessen und vernichten sich damit und sie nehmen das sogar in Kauf. Wenn du sie fragst, weißt du denn nicht, was diese Drogen bewirken? Was sagt er? Doch, aber heute möchte ich meinen Spaß. Heute möchte ich meinen Spaß. Heute möchte ich nicht darüber nachdenken. Weißt du denn nicht, dass diese Drogen dich vernichten? Doch, aber ich habe Probleme. Und wenn ich diese Drogen nehme, dann vergesse ich meine Probleme. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Und vernichtet euch nicht mit euren eigenen Händen. Wo ist die Intelligenz dieser Menschen? Bitte sagt mir das mal. Du weißt, dass eine Sache dich vernichtet. Du weißt, dass wenn du Drogen nimmst, dass du, wal'iyadu billah, ein tierähnliches Leben haben wirst. Und dennoch nimmst du diese Drogen. Schaut euch doch die Leute an auf den Bahnhöfen, wie sie uns anbetteln. Der würde förmlich alles tun, damit er seine Dosis bekommt, die er täglich braucht. Sag, ja oder nein? Ja. Er würde alles tun. Liebe Geschwister, Allah, er hat uns gesagt, dass wir uns nicht mit unseren eigenen Händen in das Verderben stürzen dürfen. Wenn diese Leute doch tatsächlich so intelligent sind, warum tun sie etwas, was ihnen in jedem Fall schaden wird? In der Dunya und in der Akhira. Schaut, wie sie rumlaufen. Schaut, wie sie sich benehmen. Der kommt zu dir und er ist bereit, alles zu tun, damit er seine Dosis an Drogen bekommt. Und dann sind die Schärfsten diejenigen, die sagen, ich kann das Maß, halten. Ich kann das Maß kontrollieren. Okay, dann sagen wir ihnen, geh bitte in eine Klinik und frag denjenigen, der jetzt ein Abhängiger ist, ob er nicht das Ganze auch mit einer Zigarette angefangen hat. Ja, oder? Ja. Ja? Kennt ihr einen, der hat sich gleich eine ganze Schachtel Crack oder Marihuana aufgemacht und alles verschluckt? Nein. Die haben immer alle angefangen mit probieren. Komm, probier mal ein bisschen. Probier mal. Nach dem Probieren, was ist gekommen? Hä? Krepieren. Sag, Allah. Das ist doch die Wahrheit, liebe Geschwister. Jeder kennt das. Wie viele Jugendliche rauchen heute Joints? Wie viele? Er weiß,
dass er danach berauscht ist. Er weiß, dass er seinen Verstand betrügt und trotzdem tut er das. Warum? Yachi, hat Allah dir keinen Verstand gegeben? Hat Allah dir nicht gesagt, du sollst dich mit deinen eigenen Händen nicht ins Verderben stürzen? Und niemand hat sich in das Verderben gestürzt, außer du selber. Wallahi al-Azim, niemand hat dich in das eigene Verderben gestürzt, außer du selber. Sie trinken Alkohol in Maßen. Und schaut mal, wie sie danach werden, liebe Geschwister. Wallahi, die meisten Leute machen sich zum Affen, nachdem sie besoffen sind. Seht ihr das nicht? Der macht Gesichtsgrimassen. Du sagst dir, subhanallah, nicht mal mein dreijähriger Sohn macht das. Aber er lebt dabei auf. Und versucht dich irgendwie zum Lachen zu bringen. Aber wallahi, das ist mehr zum Weinen als zum Lachen, was diese Person macht. Diese Person, er sagt über sich, er ist intelligent. Ist er intelligent? Antwort? Nein. Er weiß, dass diese Dinge ihn ins Verderben stürzen und trotzdem, was macht er? Er nimmt sie. Dann sagen wir ihm, bitteschön, Abu Verstand, bitteschön, komm in das Paradies auf diese Art und Weise, wie du lebst. Indem du so lebst, wie du heute lebst, versuch, so in das Paradies zu kommen. Wie viele folgen ihren Gelüsten und trachten nur nach Geld, nach Ruhm, nach Frauen und sie wissen nicht, dass diese Dinge sie niemals glücklich machen, liebe Geschwister. Und wie viele haben danach Selbstmord gemacht, als sie diese Dinge nicht erreicht haben? Viele oder nicht viele? Ja oder nein? Schaut mal, was Allah Azza wa Jalla sagt. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Wer sich aber von mir abwendet, sagt Allah Azza wa Jalla, von mir, von meinem Koran, von meiner Religion und meiner nicht gedenkt, er wird ein kümmerliches Leben haben. Gutes oder schlechtes Leben? Ein enges, ein schlechtes, ein unzufriedenes, ein erniedrigtes Leben für ihn. Hast du mal mit Leuten gesprochen, die später den Islam angenommen haben? Du fragst ihn. Und er hat nach Geld getrachtet, nach Ruhm getrachtet, nach Persönlichkeit getrachtet. Du fragst ihn, wenn du heute deine Uhr nochmal zurückdrehen könntest, würdest du dasselbe Leben leben oder würdest du sofort den Islam angenommen haben? Was sagt er dir? Sofort den Islam angenommen. Weil er hat doch gesehen, dass er nicht mit diesen Dingen zufrieden war. Schaut euch die Sänger an. In Libanon gibt es eine Sängerin. Ich will den Namen nicht sagen. Manche gehen dann in YouTube und gucken dann. Diese Sängerin und Schauspielerin, und vielleicht sie nur Schauspielerin, sie hat eine Tagesgage bekommen von $20,000. Ist ein bisschen Kleingeld, ja? Sag, $20,000, kann man ein bisschen was machen. Eines Tages hat sie erkannt, dass dieser Ruhm sie vernichtet hat. Was hat sie gemacht? Sie hat den Ruhm zur Seite gelegt, hat gesagt, lasst mich in Ruhe, nimmt das ganze Geld, ich möchte nichts mehr von dem Geld, ich möchte mich nur reinigen, ich nehme den Islam an. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Hat sie alles gehabt, was sie wollte? Ey, wallah! Sheikh Mohammed Hassan, Hafidullah, er ging einmal zu einem Mann, er sagte, ich kam herein in seinem Haus. Und er besaß ein ganzes Haus nur aus Glas. Ein Glashaus. Allahu Akbar. Kostet mehr als 50 Euro. Sah. Diese Person war Multimilliardär. War? Was? Multimilliardär. Er sagte zu Sheikh Mohammed Hassan, weil Sheikh Mohammed Hassan hat versucht, mit ihm Dawah zu machen. Er sagte zu ihm, schau. Wallahi al-Azim. Er war ein Muslim eigentlich, gebürtiger Muslim. Er sagte, es gibt keine Frau, die mir gefallen hat, die ich nicht genossen habe auf meine Art und Weise, wie ich es wollte. Und es gab keine Frucht, die mir schön erschien, die lecker war, außer dass ich von ihr probiert habe. Und ich habe versucht, 16 Mal im Leben Selbstmord zu machen. Kann? 16 Mal. Multimilliardär. Er sagte, eines Tages war ich in einer meiner Betriebe und dann sah ich einen Jungen, und Sheikh Mohammed Hassan erzählt die Geschichte. Dann sah ich einer meiner Jungen, die in dem Betrieb arbeiten, und ich sah, dass er im Waschbecken seine Füße gewaschen hat. Der hat gerade Wudu gemacht. Subhanallah, der wäscht dort seine Füße, wo ich mein Gesicht wasche. Was ist los mit diesem jungen Mann? Er sagt,
dieser junge Mann ist mir sowieso aufgefallen, denn ich sehe ihn stets freundlich. Und ich sehe ihn stets, dass er ein gutes Benehmen hat. Also habe ich ihn gefragt, was machst du da? Er sagte, ich wasche mich. Wofür wäschst du dich? Ich wasche mich für das Gebet. Wen betest du an? Wer fragt so etwas? Einer, der angeblich ein Muslim ist. Wen betest du an? Er sagte, ich bete Allah. Schaut mal, subhanallah. Plötzlich hat Allah ihm in diesem Moment Rechtleitung gegeben, weil er nachgedacht hat. Er kam nicht dazu, nachzudenken. Aber als er dieses Wort Allah gehört hat, was ist passiert bei ihm? Es hat sein Herz bewegt. Allah. Er leitet recht, wen er will. Ein Multimilliardär, der danach zu Sheikh Mohammed Hassan gesagt hat, schaut mal, er sagte zu ihm, ich habe eine gute Nachricht für dich, Sheikh Mohammed. Ich werde jetzt etwas zu tun haben. Ich gehe auf Reise, aber wenn ich zurückkomme, dann werde ich eine Moschee kaufen und ich werde mich nur noch der Anbetung zu Allah widmen. Dann sagte Sheikh Mohammed Hassan, schön, schön, hol einen Zettel, hol sofort einen Zettel und einen Stift. Der Mann, der Milliardär, der hat gedacht, traut er mir nicht? Glaubt er mir nicht? Er sagte, was ist los? Warum soll ich einen Stift und ein Blatt holen? Sheikh Mohammed hat gesagt, ich habe eine Idee. Wir schreiben einen Brief, dass du erst sterben wirst, wenn du von der Reise zurückkommen wirst und dann erst mit deiner Religion anfängst und der Todesengel soll unterschreiben, bitte. Dann hat er gelacht, hat gesagt, ich habe verstanden und ab diesem Zeitpunkt ist er ein guter Muslim geworden und er hat viel für den Islam gespendet. Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, was will ich euch damit sagen? Die angeblichen intelligenten Menschen, wissen sie, was das Richtige und Falsche ist? Nein, sie können in bestimmten materiellen Dingen unterscheiden, richtig oder falsch, materiellen Dingen. Was brauche ich nicht? Aber es gibt größere Entscheidungen, die haben mit was zu tun? Mit der Rechtleitung. Mit der Rechtleitung Allahs, Azza wa Jal. Wie viele denken, dass sie durch Kriminalität etwas erreichen können und dann gehen sie jahrelang in das Gefängnis und manchmal verbringen sie die Hälfte oder das ganze Leben im Knast. Im Knast. So. Und geh mal in unsere hier Berliner Gefängnisse. Was denkst du, wirst du 70-80% dort sehen? Wen? Ali, Mahmoud und Mustafa. Und Mohammed ist auch immer dabei. Na? Frag sie mal. Frag bitte jeden Einzelnen, warum ist er im Gefängnis? Alle Dinge, die er dir aufzählt, wegen der Dunya. Richtig? Ja oder nein? Wegen Dunya oder Akhira ist er im Gefängnis? Ist er im Gefängnis, weil er ein Prediger ist und weil er die Wahrheit sagt, hat man ihn ins Gefängnis gesteckt? Ist er deswegen im Gefängnis? Nein. Sondern er ist im Gefängnis, weil er Steffi verteidigen wollte gegen Ali. Ali wollte Steffi und Mohammed wollte Steffi. Also haben sie den Ritterlichkeitskampf geführt. Ist geendet mit einer halben Narbe am Rücken. Deswegen ist er im Gefängnis. Er wollte 5 Kilogramm über die Grenze bringen. Deswegen ist er im Gefängnis. Wo ist sein Verstand, liebe Geschwister? Das heißt, manche Leute, die behaupten, dass sie intelligent sind, Wallahi al-Azim, das ist nicht die Intelligenz. Denn sie stürzen sich ins eigene Verderben, ohne dass sie dieses merken, was ein intelligenter Mensch aber nicht machen sollte. Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, manche denken, dass die Glückseligkeit einfach so zu erreichen ist. Aber wenn du Allah Azza wa Jal, deinen Herrn, nicht anbetest, Wallahi al-Azim, wisse, deine Seele wird niemals glücklich sein. Und wisse noch eine Sache, du kannst deinen Körper ernähren mit Haram. Denn dein Körper will essen und trinken. Es ist ihm egal, ob das halal oder haram ist. Sah? Dein Körper ist das egal. Hauptsache, er kriegt etwas zu essen und zu trinken. Aber was mit deiner Seele? Ist es deiner Seele egal, was sie für Nahrung bekommt? Antwort? Nein. Wir haben doch gerade die Beispiele gehört. Leute, die Multimilliardäre waren, aber nicht glücklich waren. Warum? Die Antwort ist klar. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا Liabudun. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das bedeutet, liebe Geschwister, damit wir das richtig verstehen, Allah hat für jede Sache etwas Passendes erschaffen. Wenn ich dir sage, womit isst du? Du hast jetzt Essen auf einem Löffel. Wo führst du das Essen herein? In dein Ohr, in dein Auge oder in dein Mund? In dein Mund. In dein Mund. So. Weil der Mund der einzig richtige Ort ist für das Essen.
Und die einzig richtige Nahrung für deine Seele ist die Anbetung. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, wozu hat Allah die Seele erschaffen? Zum Dienen. Wenn du diese Seele mit etwas anderes ernährst, außer mit der Dienerschaft, wird sie glücklich oder unglücklich sein? Unglücklich sein. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Derjenige, der aber Gutes tut, von Mann oder Frau, ganz gleich. Diese Religion ist gerecht für alle Geschlechter. Derjenige, der Gutes tut, sei er Mann oder Frau und er ist dabei gläubig, das ist die Voraussetzung. Eine Nonne, wenn sie sich bedeckt, kriegt sie Lohn? Nach unserer Religion? Antwort? Ja oder nein? Nein. Ja? Nein. Eine Nonne, kriegt sie Lohn oder nicht, wenn sie sich bedeckt? Nein. Nein. Ja, was ist eine Nonne von der Religion? Eine Nonne. Was hast du verstanden? Ich dachte, den Kram, dachte ich. Aywa, mashallah. Sehr müde heute wieder. Ich frage mich, warum falsch ist. Wenn du auch Gutes tust, aber dein Basisfundament ist nicht, dass du ein Muslim bist, Wallahi al-Azim, wisse, du wirst keinen Lohn dafür bekommen. Wie viele Leute spenden? Wird Allah Azza wa Jal ihre Sadaqa annehmen? Antwort? Nein, weil sie keine Muslime sind. Deswegen, deine Basis ist, dass du Muslim bist. Und das sagt Allah Azza wa Jal in dieser Eier. Derjenige, der Gutes tut, von Mann oder Frau, und er ist dabei gläubig, dem werden wir ein schönes Leben geben, in der Dunya und in der Akhira. Allah hat dir das versprochen. Glaubst du nicht daran? Und siehst du nicht, Wallahi al-Azim, wenn einer seine Religion richtig praktiziert, du siehst die Zufriedenheit bei ihm. Er hat keine Angst vor dem Tod. Alleine das lässt das Leben lebenswert machen. Er hat keine Angst vor dem Tod. Ruf die Leute und frage sie, ob sie Angst haben vor dem Tod oder nicht. Und du wirst sehen, dass jeder Angst hat vor dem Tod. Außer denjenigen, mit denen Allah Azza wa Jal barmherzig ist. Er wartet geradezu auf den Tod. Marhaban bil Maut! Willkommen, O Tod! Er wartet darauf. Wartest du darauf? Wenn du darauf wartest, dann lebst du richtig. Wenn nicht, dann lebst du falsch. Wallahi al-Azim, sei dir sicher, du lebst falsch. Und du sollst wissen, dass du ab sofort dein Leben ändern musst. Dass du ab sofort dein Leben ändern musst. Und du siehst das, subhanallah al-Azim, wenn die Leute, liebe Geschwister, über Tod reden, dann siehst du, wie die Gesichtsfarbe sich ändert von diesen Leuten. Er war gerade noch braun, jetzt ist er blass. Warum? Weil er nachgedacht hat, was kommt nach dem Tod. Ein Muslim weiß, nach dem Tod gibt es Paradies oder Hölle. Das weiß jeder Muslim. Jeder Muslim weiß das. Aber alle Muslime, fast alle Muslime, außer mit denen Allah barmherzig ist, haben das vergessen, liebe Geschwister. Deswegen diese Glückseligkeit, du kannst sie nur erreichen durch einen Glauben. Ein Glauben, einen richtigen Glauben am Allah Azza wa Jal. Und daher, wenn du nach der Glückseligkeit suchst, dann suchst du nach Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, was für uns wichtig ist, dass wir darüber reden, liebe Geschwister, dass viele Leute gescheitert sind, indem sie nach Wege gesucht haben, wie sie glücklich werden können und immer wieder gescheitert sind. Wir sagen zu ihnen, wie viele Generationen haben vor euch genau dasselbe ausprobiert und wo sind sie gelandet? In den Gräbern und sie werden zur Abrechnung gezogen. Ja, Achi, warum willst du probieren? Warum willst du etwas probieren, dessen Ausgang du nicht kennst? Wo Allah dir einen klaren Weg im Koran und in der Sunna gegeben hat. Deswegen probiere nicht. Denke nicht, dass ein anderer Weg ebenfalls richtig ist. Wie ein Bruder letztens sich mit einem unterhält, er sagt zu ihm, ach, ich fürchte Allah und lass das. Dann sagt dieser Bruder, der Sünder ist, er sagt, schau mal, du willst so ins Paradies direkt und ich versuche durch Umwege in das Paradies zu gehen. Umwege. Ist das unser Ziel, dass wir durch Umwege in das Paradies gehen? Unser Weg ist ein gerader Weg. Wenn du schwach wirst, bleibt der Weg trotzdem gerade. Aber was wollen manche Leute machen? Sie wollen den Weg krumm machen. Unser Weg ist immer gerade. Ganz gleich, wie schief du bist. Er bleibt immer gerade. Was bleibt der Weg immer? Gerade. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Dies ist mein Weg. Allah Azza wa Jalla sagt, ein gerader Weg. Was hat Allah gesagt? Ein gerader Weg.
so folgt ihm diesen geraden Weg und folgt nicht anderen Wegen, die euch von diesem geraden Weg wegbringen. Klar? Klar für jeden, der einen Verstand benutzt. Liebe Geschwister, der seinen Verstand besitzt und merke und wisse, das Leben ist viel zu kurz, dass du herum probierst. Und wenn man den Verstand über die Religion stellt, liebe Geschwister, und es gibt viele Leute, der stellt seinen Verstand über die Religion, dann sagen wir ihn, das ist Mr. Kommentar. Ich nenne ihn Abu Kommentar. Was heißt Abu Kommentar? Zu jeder Eier hat der seinen Kommentar. Ja, aber das kann man so verstehen. Das kann man so verstehen. Das kann man so verstehen. Er muss immer einen Kommentar dazu geben, was ihm gefällt. Das akzeptiert er, wie das Heiraten von 4 Frauen. Aber was ihm nicht gefällt, subhanallah al-Azim, das verwirft er sofort. Abu Kommentar. Wir haben ihn in jeder Zeit, liebe Geschwister. Wenn du zu ihm sagst, du darfst deinen Verstand nicht über deine Religion stellen, denn eine Frage, wozu brauchst du dann noch eine Religion, wenn du deinen Verstand über die Religion stellst? Brauchst du dann noch eine Religion? Antwort? Nein. Das ist so, wie die Buddhisten sagen. Kennt ihr die Buddhisten? Mhm. Ja? Die sagen dir, ich bin zufrieden mit meiner Religion, ich darf alles tun, was ich will, dann sagen wir ihnen, warum hast du überhaupt eine Religion, wenn du alles tun willst, was du willst? Wozu hast du eine Religion, wenn du eh alles tust? Da brauchst du doch keine Religion. Weil ich habe doch schon entschieden, welchen Weg ich einschlage. Und das ist unvernünftig, liebe Geschwister. Und deswegen lasst uns richtig kennenlernen, wie der Verstand von einer Person sein muss, der sich Allah Azza wa Jal unterwirft nach Ahlu Sunnah wal Jama'a, nach der erretteten Gruppe, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen, إِذَا صَحَّ النَّقْلِ سَلَّمَ الْعَقْلِ. Wenn der Beweis authentisch ist, dann unterwirft sich der Verstand. Wenn der Beweis was? Authentisch ist, dann unterwirft sich der Verstand. Es gibt Leute, der sagt ja, aber es gibt Dinge, die sind ungewöhnlich. Zum Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Gesandten berufen wurde, zum Propheten, dann kam er an einem Stein vorbei. Was sagte dieser Stein zu ihm? Was sagte der Stein zu ihm? Assalamu alaika ya Rasulallah. Friede sei auf dir, o Gesandter Allahs. Glaubst du daran? Ja oder nein? Glaubst du daran? Glaubst du daran? Glaubst du daran? Du? Ein Stein. Er kann nicht reden. Beweis es authentisch. Was macht unser Verstand hier? Er unterwirft sich. Khalas. Für uns gibt es diesbezüglich Zweifel oder keine Zweifel? Überhaupt keine. Wallahi al-Azim, und Allah ist Zeuge darüber. Ein Stein redet, ein Stein redet. Okay. Musa a.s. Er hat gegen die Zauberer einen Wettbewerb gestartet. Musa a.s. wurde anbefohlen von Allah azza wa jal, dass er seinen Stock werfen sollte. Was ist aus seinem Stock geworden? Eine Schlange. Schaut mal, aus einem leblosen Gegenstand wurde ein lebendiges Tier. Unterwirft sich dein Verstand? Khalas. Deswegen bin ich Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibrahim a.s. Liebe Geschwister, er bat Allah azza wa jal darum, dass Allah ihm zeigt, wie er die Toten wieder lebendig macht. Was sagte Allah azza wa jal zu ihm? Er sagte zu ihm, nimm 4 von den Vögeln und zerkleinere sie und schmeiß die Stücke über die verschiedenen Berge. Was ist danach passiert? Allah wollte ihm seine Allmacht demonstrieren. Und niemand ist so mächtig wie Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu hat die Knochen, das Fleisch und die Federn und das Blut zusammengeführt der Vögel. Und jeder hat den Teil bekommen, der ihm zugeschrieben war. Und sie sind wieder geflogen über die Berge. Allah. Glaubst du daran? Ja. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass Allah dich zurückbringen wird? Antwort? Ja. Natürlich. Ach ja, Jahil, der du nichts verstehst von dieser Religion, der du nicht mal verstehst, dass du vor 100 Jahren hier nicht existiert hast, in dieser Welt, und Allah hat dich einfach so zur Welt gebracht. Sag. Ja. Diese Spucke, diese Samentropfen,
Daraus soll der Mensch entstanden sein, der du gerade bist, und das ohne Einwirkung von einem allmächtigen Herrn. Wallahi, wer ja sagt, wir müssen 112 rufen. Ja. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn Allah einen Mensch entstehen lässt, seine Augen sind immer am selben Platz. Seine Nase ist immer am selben Platz. Sein Mund ist immer am selben Platz. Sein Bauch, seine Füße, alles ist immer am selben Platz. Wer kann so etwas vollziehen? Nur Allah. Idha sahha al-naql, sallama al-aql. Wenn der Beweis authentisch ist, unterwirft sich der Verstand. Schaut mal, was irregehende Leute gesagt haben. Und die sind nicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sie sagen, idha warada al-naql, hakama al-aql. Wenn der Beweis überliefert wurde, dann prüft der Verstand, ob er es akzeptiert oder nicht. Das sind die Mu'tazila, eine irregegangene Sekte. Und die Enkelkinder von den Mu'tazila sind heute die Hizb ut-Tahrir. Die haben ungefähr dieselbe Aqidah, liebe Geschwister. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Die sagen, es gibt nicht die Strafe im Grab. Ja, sagst du ihnen, wie kommt ihr darauf? Ja, man sieht doch nichts. MashaAllah, man sieht nichts. Wer hat gesehen, dass du gestern einen Albtraum hattest? Wer? Wer? Allah. Leute, leider die nach ihrem, was handeln? Nach ihrem Verstand. Tayyip, bitte antwortet mir auf diese Frage. Ihr seht das gesamte Universum. Könnt ihr nachvollziehen, dass jemand einfach das in einem Moment so erschafft? Antwort: ja. Niemals. Wenn wir über das Logische denken würden, du würdest sagen, niemals. Aber war es so? Antwort: Allah hat es gemacht. Das heißt, wenn wir über Vernunft reden, diese Vernunft folgt dem Beweis. Und nicht diese Vernunft beurteilt den Beweis. Und wir haben, liebe Geschwister, gesagt, dass du dieses nicht, deinen Verstand nicht als Maßstab nehmen darfst. Denn wenn du ihn als Maßstab nimmst, Wallahi, du wirst verlieren. Du wirst verlieren, lieber Bruder und liebe Schwester, und du wirst dort enden, wo die irregegangenen Sekten geendet sind. Natürlich, schaut mal, wo ihr Weg hinführt. Einer sagt, wir brauchen unseren Verstand. Okay, welchen? Mein oder dein? Erste Probleme, ja oder nein? Ja oder nein? Das heißt, die Religion wird zum Gegenstand, zum Meinung. Mein Spiel. Wallahi al-Azim. Die Religion, liebe Geschwister, wird hiermit ein Gegenstand des Spiels. Jeder beurteilt, wie er will. Wie lange bleibt diese Religion? Antwort: Du kannst die Tage zählen. Deswegen, wenn es einen Beweis gibt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder verstehst du den Beweis oder du verstehst den Beweis nicht. Wenn du ihn nicht verstehst, liegt der Fehler bei dir oder am Beweis? Bei dir oder am Beweis? Bei uns. Bei uns. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا. Und kein Blatt fällt vom Baum, außer dass Allah darüber Bescheid weiß. Verstehst du das? Allah Azza wa Jal erkennt jedes Blatt, was vom Baum fällt, von allen Bäumen, die existieren. Auf der weiten Welt erkennt die Art des Baumes, erkennt die Art des Blattes, erkennt die Farbe des Blattes. Allah kennt die Struktur, die Form des Blattes. Bitte, vollzieh das. Allah, er weiß über jedes Blatt Bescheid. Du hast einen Baum im Garten. Kennst du die Blätter, die abfallen von diesem Baum? Antwort: Nein. Über deinen eigenen Baum in deinem Garten, der ein einziger Baum ist. Du weißt nichts. Tayyip. Sollen wir jetzt Allah Azza wa Jal nicht glauben, liebe Geschwister? Deswegen, wenn du weißt, diese Sache ist authentisch, dann unterwirft sich dein Verstand. Das ist der richtige Verstand. Und
du stellst niemals deinen Verstand vor der Religion. Dein Verstand ist begrenzt und dein Verstand ist nicht in der Lage, alles zu verstehen. Wallahi, billahi, tallahi, unser Verstand wird niemals Allah Azza wa Jal begreifen. Sag, niemals. Und wer sich mit den Namen und Eigenschaften von Allah Azza wa Jal auseinandersetzt, der wird sagen, niemals werden wir Allah Azza wa Jal begreifen. Niemals. Deswegen, was bleibt dir übrig? Unterwerfe dich. Sei ein zufriedener Diener, der zufrieden ist mit Allah, mit der Religion des Islam, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Basis, damit du glücklich wirst in dieser Welt und in der nächsten Welt. Möge Allah azza wa jall uns nur in das Paradies eingehen lassen. Möge Allah azza wa jall uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Verstand geben, der der Religion folgt und nicht umgekehrt. Möge Allah azza wa jall uns am Tage der Auferstehung zu den besten Dienern zählen lassen. Habe ich etwas richtig, habe ich etwas Falsches gesagt, ist es von mir und von der Shaitan. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Möge Allah azza wa jalla mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu.